Ja, Freunde, was geht? Und damit willkommen zur nächsten Folge von der Motorsport Manager Karriere. Wie immer mit Haas, Freunde. Und beim letzten Part sind wir reingestartet in die dritte Saison. Und wir haben in der letzten Folge nicht einen, sogar zwei neue Fahrer verpflichtet. Und zwar Lando Norris an der Seite von Charles Leclerc als neuer Hauptfahrer und als Ersatzfahrer noch den guten Alex Albon. Also echt sehr, sehr geile Fahrer jetzt im Team am Start. Außerdem gab es noch das erste Saisonrennen und zwar in Bahrain. Leclerc mit einem soliden Podiumsplatz, 15 Punkte. Liam Lawson im McLaren den Sieg sehr überraschend geholt. Wir waren mit Leclerc gerade mal 3-4 Sekunden dahinter. Also ein schon sehr, sehr gutes erstes Saisonrennen. Lando Norris 10. war auch in Ordnung, aber nicht die allerbeste Leistung. Die Teams scheinen auf jeden Fall sehr, sehr knapp beieinander zu sein. Es könnte echt eine sehr, sehr knappe, spannende Saison werden. Ansonsten beim Auto eben jetzt auch eine neue Lackierung, ein paar neue Sponsoren wie Porsche unter anderem und auch Aston Martin. Mittlerweile sieht die Zuverlässigkeit schon sehr, sehr stark aus bei den meisten Komponenten. Das ist natürlich sehr wichtig für die Gewichtsreduktion. Ich muss mich bei euch wie immer bedanken für den kranken Support. Und zwar die letzte Folge von der zweiten Saison hat mittlerweile über 1000 Aufrufe und wir haben ja mittlerweile über 1420 Abonnenten. Das ging wieder sowas von schnell. Gerade erst die 1400 Abonnenten erreicht und jetzt schon 1420. Echt vielen Dank dafür, Leute. Bald kommt ja auch schon das neue Formel 1 Spiel. Mit der Karriere hier bei Motorsport Manager werden wir bis dann auf keinen Fall schon rechtzeitig fertig werden. Aber das ist kein Problem. Ich werde natürlich beide Projekte dann eben weiter gleichzeitig machen. Das ist ebenso der Plan aktuell bei Formel 1. Da bin ich irgendwie sowieso selbst nicht so extrem gehypt auf das neue Spiel. Klar, die neuen Autos werden ganz geil, aber irgendwie das mit Formel 1 Live und sowas, das ist schon ein bisschen unnötig meiner Meinung nach. Es soll ja eben leider damit eben gar keine Änderungen für die Karriere geben, was eben echt sehr schade ist. Ich bin mal gespannt, wie viel Leistung. Okay, jetzt geht schon 660. Das ist schon sehr nice. Bei Norris schon 810. Also wie gesagt, je mehr Leistung wir gewinnen können, desto weiter vorne sind wir auf jeden Fall mit dem Auto. Bei Norris sieht da schon wieder sehr stark aus, bei Leclerc auch. Also schon eine deutliche Steigerung. Bei dem Rennen waren es, glaube ich, 25 Runden. Ich habe leider gar nicht geschaut, auch auf das Wetter. Das sollte damit, glaube ich, eher mit den harten Reifen sogar passen. Bei Lando Norris gerade auch wieder ein Top-Setup gefunden, nämlich wieder 100%. Sehr schön. Das passt auch alles genauso eben. Die ganzen Wissenssachen, die wir brauchen, Stufe 3. Also echt sehr, sehr geil. Alles perfekt. Bei Leclerc muss ich nochmal kurz schauen. Die Setups sehen also schon ziemlich krank aus. Bei Leclerc mit mittlerweile jetzt auch 99%, alles super, alles im lila Bereich. Ich denke, die Chancen in die Top 3 zu kommen könnten schon sehr, sehr gut sein. Was ja in Real Life echt sehr, sehr schade war, und zwar der gute Charles Leclerc mittlerweile mit dem nächsten Ausfall in Baku. Ich fand es zumindest sehr, sehr schade. Red Bull wieder mit dem Doppelsieg, das war schon sehr, sehr stark. Max Verstappen vor Perez, das ist auch schon sehr nice, aber tut mir auf jeden Fall auch leid für die Ferrari-Jungs, dass da beide wieder ausgeschieden sind. Beide unverschuldet, Carlos Sainz hatte irgendwas an den Bremsen, Charles Leclerc wieder mal Motorprobleme. Genauso wie schon in Barcelona, Charles Leclerc hätte eben das Ganze auch wieder mal gewinnen können. Echt mega bitter. Mal schauen, wie die Rundenzeiten so sind. 6 Zehntel sind wir aktuell langsamer. Das ist gar nicht mal so gut. Charles Leclerc 6 Zehntel hinter die Grassi. Norris auf Platz 3. Nur eben knapp 2,5 Zehntel hinter Leclerc. Das ist schon nice. Immerhin näher dran. In Qualifying sind wir aber leider noch nach wie vor relativ weit weg von der Spitze. Aktuell nur 9. und 11. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären schon deutlich besser. Aber leider sind wir eben doch weiter weg als sonst gefühlt. Aber krass, wie gut die McLaren sind. Lance Stroll auf Platz 2. Ferrari auch stark, sehr weit vorne mit die Grassi. Mit den gelben Reifen haben wir uns sogar noch ein bisschen verbessert. Mit Norris sogar vor Leclerc auf Platz 8. Das ist schon sehr stark. Oh, die Aufwärmrunde bei beiden Fahrern perfekt in Q2. Mal schauen, wie weit wir vorne jetzt kommen. Auf jeden Fall haben wir mit den 10 Minuten in Qualifying jetzt ja sowieso immer die Möglichkeit, mindestens mal 2-3 Runden zu schaffen. Die ersten beiden Sektoren. Boah, Norris richtig stark im ersten Sektor. Purple, der beste Fahrer aktuell. Im zweiten nur knapp dahinter 1 Zehntel. Und Leclerc ist bodenlos 8 Zehntel langsamer als Lando Norris. Das ist unglaublich. Also Norris könnte mindestens mal 4. werden. Mal schauen, am Ende ist es Platz 4 und nur 2,5 Zehntel hinter der Pole, beziehungsweise hinter Platz 1 in Q2. Natürlich noch nicht die Pole. Leclerc muss jetzt liefern, Leute. Platz 12 gerade mal. Echt sehr merkwürdig. Ich habe Norris nochmal auf den gelben Reifen rausgeschickt. Vielleicht kann er sich damit qualifizieren. Wäre auch nicht so schlecht für das Rennen. Mal schauen, Leclercs Aufwärmrunde. Boah, die war gar nicht gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Charles Leclerc das Ganze nicht schaffen wird. Ja, erster Sektor schon mal langsamer. Zweiter Sektor ist immerhin grün. Okay, come on, vielleicht geht noch was. Leclerc könnte es noch ganz knapp schaffen. Am Ende ist es Platz 9. Ja,
jawohl, wichtig. Das waren doch, was hat er da vorgemacht? Im dritten Sektor haben wir alleine schon jetzt, glaube ich, 3/10 gut gemacht. Damit immerhin in Q3 mit beiden Fahrern. Ganz vorne mit dabei, Verstappen, die Grassi, De Vries. Das ist schon sehr geil. Also echt interessant bisher. 3, 4 Teams, die auf jeden Fall immer um die Pole kämpfen können. Oh Leute, das ist, glaube ich, gut für uns. Es regnet hier in Q3 und da könnten wir vielleicht mit Glück sehr weit nach vorne kommen. Die erste Runde fahre ich auf den Intermediates, dürfte passen. Die erste Runde mit den Intermediates war leider nicht ganz so gut. Ich hätte doch mit den Soft fahren müssen, aber egal. Wir können ja nachher sowieso nochmal mit den Soft auf jeden Fall fahren. Es fahren doch leider alle raus am Ende der Session. Ich hatte gehofft, dass ein paar vielleicht nicht mehr rausfahren, aber damit sollte doch kein großes Wunder für uns leider passieren. Mal schauen. Oh, die Runde aber sehr gut, also die Aufwärmrunde bei beiden Fahrern. Mal schauen. Hoffentlich kann Norris die Q2-Performance wiederholen. Wäre sehr, sehr nice. Leclerc nach dem ersten Sektor nur 1/10 dahinter. Nee, jetzt doch 7/10, hä? Ah, Verstappen ist gefahren. Der ist ja deutlich besser. Alter, was macht denn Verstappen? 9/10 Vorsprung auf den zweiten, Leute. Unglaublich. Norris 1 Sekunde langsamer, Leclerc 8/10. Könnte mit einem guten dritten Sektor mindestens Dritter werden. Oder Vierter. Auf jeden Fall das Mindeste, glaube ich. Vierter, jawohl. Was? Siebter, hä? Ey, was ist das denn? Und Norris 10. Nee, Norris 9. Ey, was ein enttäuschendes Qualifying. Ganz ehrlich, also wir hätten locker mal Vierter werden können oder sogar Dritter. Vor allem eben Norris sehr, sehr enttäuschend. Die Runde von Norris deutlich langsamer. Ach du Scheiße. Also mit der Rundenzeit aus Q2 wären wir locker auf Platz 2 gefahren. Sehr, sehr schade. Im Rennen leider kein Regen wie in der letzten Saison. Das dürfte damit eben dann die Einstopp-Strategie werden. Wir starten mit den roten Reifen. Und damit legen wir los mit dem zweiten Saisonrennen. Leclerc und Norris auf Platz 7 und 9. Nicht das Beste Qualifying, aber mal schauen, Leclerc schon mal mit dem super Start erstmal am Red Bull vorbei von Hamilton. Sehr, sehr wichtig. Norris auf Platz 10 nach wie vor. Leclerc auf Platz 6, immer noch vor Lewis Hamilton. Das ist sehr wichtig. Sehr ungewohnt auch eben Hamilton im Red Bull zu sehen. Hätte man echt nicht erwartet. So, Leclerc kann jetzt erstmal ein bisschen mit Überholmodus vielleicht vorbeiziehen am Ferrari. Ah, leider reicht es nicht ganz, Leute. Jetzt kann man gleich hier ERS verwenden. Ich würde sagen, auf der Geraden sollte es am besten sein. So, hier kurz mal. Kleiner Sprint. Bei Norris ist es nicht wichtig. Und mit Leclerc kommen wir damit fast am Ferrari vorbei, sind nebeneinander. Ah, jetzt kommt aber doch Hamilton stattdessen vorbei. Alles klar, immer so komisch bei dem Spiel. Man denkt, man kommt vorbei, aber stattdessen wird man sogar eher überholt. Mal schauen, jetzt benutzt die KI hier ERS und damit sind wir ein bisschen unter Gefahr. Ah, da kommt fast der Aston Martin vorbei, Van Dorn. Leclerc nach wie vor solide auf Platz 7, aber echt eine sehr große Lücke auf den Rest schon davor. Die beiden Red Bull, beide Ferrari und eben Nyck de Vries, der sehr stark wieder mal in Führung aktuell. Oh nein, was ist das denn? Jetzt kommt hier mit ERS der Aston Martin vorbei, Alter. Wie unnötig ist das denn? Ja, der nächste kommt vorbei, George Russell. Pusht nochmal hier mit den Soft, aber egal. Wir sind ja sowieso von einer anderen Strategie unterwegs. Mit Norris kann ich aber jetzt vielleicht mal wieder vorbeiziehen. An dem Alpine hier, am besten außenrum oder auch gar nicht, Leute. Ey, was ist das denn? Man hat die ERS, aber kommt trotzdem nicht vorbei. Come on, bitte Norris an Fiat mal vorbeikommen hier mit ERS. Wir sind neben ihm, haben immer noch ERS. Ey, was ist das denn? So komisch. Wir haben ERS mit den neuen Regeländerungen. Man denkt, man kann leichter überholen, aber es bringt einfach gar nichts. Lando Norris kann jetzt mal in die Boxengasse fahren, sind jetzt mittlerweile schon in Runde 10. Also die Reifen haben doch ein bisschen besser gehalten als erwartet. Bei Charles Leclerc kann ich noch eine Runde länger fahren. Bei Norris der Stop ohne Fehler. Sehr schön, jetzt mit den harten Reifen kommen sehr weit hinten raus. Aber jetzt direkt mal hier vorbeiziehen mit ERS. Und irgendjemand hat ein Problem, ich hoffe nicht Norris. Oh, gerade der Fight mit dem Ex-Team, mit McLaren, Leute. Ja, ich glaube, der William... Ey, was ist das denn? Die fahren so komisch. Gefühlt die ganze Batterie verschwendet. Wir fahren eigentlich eine ganz andere Strategie. Jawohl, außenrum vorbei. Starkes Ding. Leclerc kommt auf Platz 11 wieder raus. Come on, Leclerc mit der vollen Batterie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Auto doch nicht wirklich besser ist als in der letzten Saison. Obwohl es laut Statistik ja das 5. Beste ist. In der letzten Saison hatten wir das 8. oder 9. Beste. Aber jetzt haben wir eben noch nicht ganz so viele Punkte durch die Gewichtsreduktion. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass eben auch die ganzen anderen Teams sich doch ein bisschen mehr verbessert haben. Zumindest sind das jetzt echt viel, viel mehr Teams weit vorne. Zum Beispiel im letzten Jahr war ja nur Mercedes und Red Bull sehr stark. Ansonsten gab es da eine größere Lücke zu Ferrari und so. Leclerc aktuell ganz entspannt in freier Fahrt auf Platz 10. Der dürfte auf jeden Fall gute Punkte bekommen. Ich frage mich halt, wer davon noch einzuholen ist. Oh, jetzt Lando Norris, komm schon bitte mit ERS an Ricardo. Sieht eigentlich ganz gut aus, aber irgendwie verkackt er doch jedes Mal gefühlt bei diesem komischen Sektor. Jetzt aber, jawohl Leute, wichtiges
Überholmanöver gegen den Ex-Teamkollegen Ricciardo. Mittlerweile Leclerc auf Platz 9, weil Kvyat in der Boxengasse war. Damit sollten wir eigentlich noch vor Russell auf jeden Fall rauskommen, weil der muss eben nochmal in die Boxengasse. Und Van Dorn fährt auch nochmal rein. Damit sollte Leclerc Platz 7 eigentlich schaffen. Mittlerweile passiert nicht mehr wirklich viel, noch die letzten zwei Runden. Also echt ein entspanntes Rennen. Oh, wobei jetzt Leclerc mit Getriebeproblemen, aber sollte hoffentlich passen. Bei dem Rennen aber echt deutlich weiter weg vom Sieger, nämlich Nyck de Vries fährt aktuell auf Platz 1. Zweiter die Grassi, dritter Stroll, dann erst Verstappen, Sainz, Hamilton. Schon interessant, dass de Vries so stark ist. Im ersten Rennen war der ja auch schon relativ gut mit der Pole. Aber auch Lance Stroll im McLaren auf Platz 3. Schon sehr, sehr interessant. Also die Saison könnte noch sehr geil werden. Bloß halt die ersten Rennen sind nicht die allerbesten aktuell für uns. Leclerc kommt immerhin auf Platz 7 ins Ziel, damit weitere 6 Punkte. Norris heute leider ohne Punkte mit Platz 12. Bisschen enttäuschend. Allgemein die Pace war irgendwie nicht so stark im Vergleich zu den ganzen Gegnern. Also hier nochmal das Rennergebnis. De Vries gewinnt vor die Grassi, vor Stroll. Und bei der Fahrerwertung Leclerc aktuell 5. 16 Punkte Rückstand auf die Grassi. Also dahingehend auf jeden Fall noch nicht zu weit weg bei der Saison. Also schon sehr, sehr interessant. Liam Lawson im letzten Rennen noch gewonnen. Jetzt nur auf Platz 3. Norris auf Platz 13 und bei den Konstrukteuren auf Platz 5. Also da sind einige Teams schon sehr, sehr stark. Die ganzen Teile werden erstmal noch verbessert. Das ist natürlich sehr wichtig für unser Team. Das nächste Getriebe wurde fertiggestellt und das kann man jetzt auf jeden Fall endlich verwenden. Das sieht schon relativ solide aus. Das kann man auf jeden Fall direkt auch mal bei der Zuverlässigkeit verbessern. Der Rückstand beim Getriebe und beim Motor ist so groß. Wir sehen hier, der Durchschnitt ist gefühlt doppelt so hoch wie unsere Leistung. Ansonsten hier sind wir auf jeden Fall gut dabei. Aber beim Heckflügel wurden wir schon wieder von Mercedes und Alfa überholt. Motor müssen wir auch noch nachlegen. Bremsen, alles schon sehr, sehr kritisch aktuell. Weiter geht es beim nächsten Rennen und zwar in Melbourne. 24 Runden und den Qualifying Monsunregen. Alles klar, das könnte schon sehr, sehr wild werden. Das neue Getriebe kann man leider noch nicht verwenden, weil es eben noch zu schwach bei der Zuverlässigkeit ist. Der Rest dürfte alles passen, Leute. Mittlerweile können wir jetzt schon 1100 Punkte mitnehmen bei der Leistung. Bei Lando Norris und bei Leclerc 945. Ich hoffe, die KI kann nicht so viel mitnehmen, damit wir da endlich diese Lücke zu den ersten Teams auf jeden Fall schließen können. Das Training lief jetzt nicht so super. Wir haben gerade mal Stufe 1 bei den sehr weichen Reifen gehabt und eben Stufe 2 beim Qualifying Trim, weil es eben leider sehr stark geregnet hat. Wir sehen mittlerweile hat Leclerc volle 5 Sterne und Norris hat sich noch mehr verbessert. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber wir haben jetzt echt zwei extrem krasse Fahrer mittlerweile. Hier in Q1 sehr interessant und zwar gegen Ende extrem starker Regen. Das heißt, wir fahren gleich in dieser Lücke, wo es eben passen sollte. Gleich fängt der Regen schon an. Wir haben die Runden geschafft auf Platz 4 mit Norris und mit Leclerc auf Platz 3. Russell wird wahrscheinlich ausscheiden in Q1, weil der einfach 16. ist. Hier konstant leichter Regen in Q2, aber gegen Ende wieder trocken. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall einfach warten. Wir fahren jetzt mal raus. Ich frage mich, wer davon jetzt auch noch rausfährt, weil irgendwie scheint das so, als sind gerade viele auf der Inlap und damit haben die hoffentlich das perfekte Timing verpasst und können nicht mehr nochmal rausfahren. Ja, ein paar Leute fahren doch wieder raus auf die Outlap. Ich dachte, ich hätte da safe einen Vorteil, aber irgendwie ist die KI, glaube ich, doch schlauer geworden. Leclerc Norris natürlich logischerweise auf 1 und 2. Aber der Regen fängt ja nochmal an. Damit könnten wir auf jeden Fall locker weiterkommen. Bottas ist sogar noch schneller, komischerweise. Egal, damit sind wir safe weiter. Ausgeschieden, wahrscheinlich. Ja, mal schauen. Wird doch nochmal knapp mit Norris. Ey, als ob die schneller sind. Im Regen sind so viele Leute noch schneller als Norris. Im Trockenen. Aber Hamilton ist ausgeschieden auf Platz 14. In Q3 jetzt mal kein Regen. Mal schauen, wo wir da am Ende landen. Aber die Qualifyings sahen bisher immer noch nicht so stark aus. Irgendwie ist unsere Performance bei der Saison gefühlt sogar noch schlechter als in der letzten. Aber mal schauen. Ich hoffe, wir können uns auf jeden Fall bald mal ein bisschen steigern. Leclerc auf Platz 7, Norris auf Platz 10. Das ist irgendwie echt komisch, Leute. Im letzten Jahr hat er gefühlt Leclerc immer so Platz 3, Platz 4 im Qualifying gebucht. Im Rennen auch relativ safe. So in der Top 5 immer. Aber jetzt sind irgendwie noch mehr Teams ganz weit vorne gut dabei. Jetzt die vermutlich entscheidende Runde. Norris schon mal mit einer Verbesserung im ersten und im zweiten Sektor. Oh, Leclerc ist richtig stark. 83.000stel gerade mal hinter Verstappen nach den ersten beiden Sektoren. Jetzt kommt der dritte Sektor. Damit könnte der Platz 3 schaffen. Leclerc wird Vierter, ist solide. Norris auf Platz 10 leider nur trotz Verbesserung. Aber Leclerc mit Platz 4 ist doch echt sehr, sehr nah dran gewesen letzten Endes. Nur 0,3 hinter der Pole. Wir starten natürlich mit den roten Reifen und danach würde ich sagen, gehen wir auf die Gelben. Das dürfte schon passen, also ein Stop mal wieder. Und damit geht es los. Charles Leclerc startet eben von Platz 4. Ganz vorne Verstappen, die Grassi, de Vries. So die drei, die immer sehr, sehr stark waren. Mal schauen, Leclerc kommt schon mal ganz solide weg, aber der McLaren war auch gut. Jetzt Leclerc aber schon mal Dritter. Sehr stark. An Bottas vorbeigezogen. Ne, an die Grassi vorbei, genau. Norris auf Platz 9. Oh, jetzt kommen aber zwei Leute innen vorbei. Ein Aston Martin und ein McLaren. Liam Lawson mal wieder. Wie im ersten Rennen sehr weit vorne. Jetzt auf
auf Platz 2. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen runtergehen bei den Reifen, damit die nicht zu stark belastet werden. Oh, Norris ist sehr stark. Schon Sechster. Sehr nice. Guter Start. Boah, ich glaube, wir hätten doch mit den harten Reifen das Ganze machen müssen, weil die halten halt 14 und die halten nur 6 Runden. Das heißt, ich muss wieder ordentlich schonen bei den Reifen. Ey, Norris ist so schnell. Er zieht an Leclerc vorbei, Leute. Unglaublich, was da abgeht. Also Norris von Platz 10 auf Platz 5 in der ersten Runde. Sehr krasser Start von ihm. Ich weiß nicht, ob Leclerc oder Norris schneller ist. Auf jeden Fall schön, dass wir immerhin schon mal ganz weit vorne sind. Jetzt kommt der Ferrari fast an Leclerc vorbei. Ich versuche nochmal mit ERS gegenzuhalten, aber wird wahrscheinlich nicht mehr reichen dafür. Ja, da kommt der Erste vorbei, der Zweite wahrscheinlich auch gleich. Ich muss aber die Reifen schonen, Leute, auf Aufhalten. Ja, damit ziehen jetzt einige vorbei, in einer Geraden 3 Leute. Und an Norris ebenfalls, jetzt vorbei. Norris bleibt noch ganz knapp vorne, aber jetzt, ey, was haben die für eine Batterie? Deren ERS irgendwie hat das viel stärker gewirkt. Wir haben beide das verwendet, aber der Ferrari kommt trotzdem locker vorbei. Boah, ich glaube aber strategiemäßig wäre das doch deutlich besser gewesen mit den harten Reifen. Oder vielleicht doch 2 Stops. Aktuell die Pace extrem schwach, nur noch 10. und 11. Unglaublich. Also selbst Vettel ist vorbeigezogen im Williams. Jetzt waren ein paar in der Boxengasse, aber irgendwie halten unsere Reifen jetzt gerade nicht mehr. Also echt Katastrophe gerade, das Rennen. Leclerc nur 9., obwohl schon viele in der Box waren. Mit Norris fahre ich mal in die Boxengasse, eigentlich viel früher als geplant. Also ich versuche vielleicht 2 Stops mit ihm zu machen. Das Problem hier ist gerade, die Reifen sind halt extrem kalt die ganze Zeit gewesen. Und deshalb ist unsere Pace wahrscheinlich sehr, sehr langsam. Oh, jetzt Leclerc hier neben Russell, der war noch nicht in der Boxengasse. Auch sehr merkwürdig, dass De Vries da viel besser mit der Mercedes klarkommt als Russell. Im letzten Jahr war Russell eigentlich auch immer ganz gut mit dabei, mit Hamilton. Konnte im Podium kämpfen. Und jetzt kommt Russell fast an Leclerc vorbei. Ja, mit ERS schafft es auch locker. So komisch, warum unser ERS-Gefühl schwächer ist als das von den Gegnern. Mit Leclerc fahre ich am Ende der Runde in die Boxengasse, aber echt unglaublich. Selbst Kvyat ist schon weiter vorne und hat Leclerc überholt. Ey, wir sind so schlecht, Alter. Ja, die Runde war, glaube ich, eine zu viel. Weil Leclerc wird jetzt komplett überholt von jedem, den es gibt, gefühlt. Aber jetzt fahren wir mal in die Boxengasse rein. Mal schauen, wo wir rauskommen. Leclerc Stopp besser als der von Kvyat sogar. Alles klar. Das ist schon sehr krass. Fast 2 Sekunden eingeholt beim Boxenstopp alleine. Boah, aber Norris ist so weit vorne. Der ist 6 Sekunden vor Leclerc. Das ist schon krass, was das für einen Unterschied gemacht hat mit den kalten Reifen. Norris gerade am Fight mit Lance Stroll. Sogar vor ihm immerhin. Sehr nice. Aber jetzt wieder das Problem, die Reifen sind kalt. Und ich glaube, die Pace ist halt dadurch extrem schwach immer. Oh, da kommt wieder mal Lance Stroll. Come on, jetzt mit ERS. Vielleicht können wir da noch dagegen halten. Aber der zieht weg. Ey, das ist so krass. Unser Motor ist, glaube ich, auch so schlecht. Genau. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weil der Motor so schlecht ist. Deshalb sind wir auf den Geraden so langsam. Jetzt Norris vielleicht wieder gegen Lance Stroll mit dem Konter. Wir kommen ganz gut ran. Jetzt hier nebeneinander. Jetzt kommt Norris vorbei, oder? Come on, ey, das kann nicht wahr sein, Alter. Wir fahren nebeneinander, aber kommen doch nicht vorbei. Ja, Leclerc 4 Sekunden dahinter mit der anderen Strategie, weil ich versuche jetzt bei Norris einfach 2 Stops zu machen. Aber irgendwie scheint das auch nicht wirklich zu klappen. Also unsere Pace ist gerade echt ultra schlecht, muss ich sagen. Sehr, sehr enttäuschend. Beim ersten Rennen war ich echt zufrieden in Bahrain. Norris mit dem nächsten Boxenstopp. Mal schauen, ob wir vor Stroll rauskommen. Und wir sind auf jeden Fall relativ schnell, aber hinter Stroll. Leclerc jetzt 10., weil Vettel in der Boxengasse war. Aber ansonsten ist da echt nicht viel mehr zu holen, leider. 12 Sekunden hinter dem 4., die Grassi. Van Dorn komischerweise plötzlich auf einmal voll gut auf Platz 3. Echt komisch. Also überhaupt keine Konstanz so wirklich zu erkennen bisher bei der Saison. Das erste Rennen super, dann immer schlechter. Genauso ähnlich wie bei Haas in Real Life. Naja, ich muss sagen, echt enttäuschend bisher. Ich hätte mir deutlich mehr erhofft für die dritte Saison. Nach den ersten 3 Rennen echt deutlich schwächer, als ich erwartet hatte. Sogar schlechter als in der letzten Saison teilweise, muss ich sagen. Verstappen gewinnt das Rennen vor Van Dorn, der einfach mal 2., dann die Grassi 3., Lawson wieder mal stark 4. und wir mit Leclerc auf Platz 9. Immerhin vor Lewis Hamilton, der auch anscheinend sehr, sehr schwach. Also im Vergleich zu Verstappen ist das schon unglaublich. 45 Sekunden langsamer. Bei ihm läuft es eben auch noch nicht so gut nach dem Teamwechsel. Während Verstappen gewinnt, Hamilton nur 10. Hier die Fahrerwertung, Leclerc aktuell nur noch 6. Ansonsten ganz vorne die Grassi, Verstappen, Nick de Vries. Also der Rückstand ist nach wie vor nicht so groß, aber wir können halt leider nicht so schnell entwickeln, wie ich es eigentlich gerne machen würde. Boah, langsam wird es auch ein bisschen enger mit der Zufriedenheit, weil wir, ja, Platz 2 war vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Ich hätte Platz 4 machen müssen, aber ja, das dürfte hoffentlich alles trotzdem passen. Das nächste Rennen ist dann Imola. Wir schauen nochmal ganz kurz rein. Beim Fahrzeug sieht es eigentlich ganz solide aus. Leider
leider halt nach wie vor echt kein gutes Getriebe, kein guter Motor. Ansonsten wurde das eine Getriebe aber jetzt schon ganz gut verbessert, immerhin Leute. Und damit würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge. Lasst gerne wie immer zum Abschluss ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Heute leider echt ein bisschen enttäuschend bei der Folge. Nur Platz 7 mit Leclerc im ersten Rennen und glaube ich Platz 9 oder 10 im zweiten Rennen. Und ja Leute, damit würde ich aber sagen, war es das. Lasst auf jeden Fall gerne wie immer ein Like da, haut rein. Bis zur nächsten Folge, habt noch einen schönen Tag und ciao.